Einen wunderschönen guten Tag. Man sieht mich überhaupt nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben hier einmal einen Fiat Grande Punto. Moment, ich setze mich eben rein, damit ich das vernünftig erklären kann. So, passt das Licht? Jo. So, wir haben hier einen Fiat Grande Punto, Baujahr 2009, mit so einem Schlüssel. Zwei Stück davon. Und wie ihr auch im Titel lesen könnt, wollen wir Funkfernbedienung Batterie wechseln und das Ganze auch anlernen bzw. die Funkfernbedienung programmieren. Anlernen, nehme, wie man es möchte. So, und zwar, das ist ein Fiat Grande Punto 199, Baujahr 2009. Ihr wolltet ja, dass ich die Autos auch etwas ausführlicher nenne, was auch kein Problem ist. So, kommen wir einmal zum Batteriewechsel. Und ich würde mal sagen, los geht's. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ich zeige euch noch, dass es nicht funktioniert. Ja, ihr würdet jetzt eigentlich ein Klackern hören. Geht nichts, macht nichts. So, dann wechseln wir einmal die Batterie. Das können wir alles im Auto machen, das geht ganz schnell. Wir brauchen einmal CR 20 32. So, Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Einen kleinen Schraubenzieher. Und dann sehen wir hier, da ist einmal öffnen, schließen. Dann verdrehen wir das Ganze einmal. So. Und können das Ganze hier einmal rausholen. Ich zeig's zur Seite mal ein bisschen. So. Na, jetzt zeige ich euch das am besten. So, nehmen wir das Ganze dann raus. Und haben hier auch schon die alte Batterie. So, dann können wir die hier rausnehmen. Plusseite nach oben. Hier ist aber auch noch vorsichtshalber eine Markierung, wo Plus hin muss. Oben sieht man das, da die Plus. So, die neue Batterie. Neue Batterie rein. So. Und das Ganze wieder reinmachen. So, und das Ganze wieder verschließen. So. Ja, wir können ausprobieren. Er macht nichts. Jetzt müssen wir das Ganze noch anlernen. Die Anlernphase, wie funktioniert das Ganze? Wir brauchen beide Schlüssel. Wichtig. So, wo habe ich denn jetzt Batterie gewechselt? Bei dem habe ich Batterie gewechselt, da wo noch keine Abdrücke drin sind. Und hier, wo noch Abdrücke drin sind. Der wird wahrscheinlich dann öfters benutzt. So, wir müssen hier einmal Zündung anmachen. So. Wir müssen jetzt einmal aussteigen. So, das Ganze abschließen. Das ist abschließen und auf einen Knopf drücken. Zack. Habt ihr es gehört? So, auf. Wenn wir jetzt die Zündung ausmachen, probieren wir nochmal aus, ob es jetzt funktioniert. Zack. 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 Jetzt können wir den zweiten Schlüssel auch nochmal machen. Jetzt hört man auch die Zentralverriegelung. Jetzt machen wir das noch mit dem zweiten Schlüssel. So. So. Hier rein. Das ist der alte. So. So, den müssen wir jetzt anlernen. Dann nehmen wir den Schlüssel. So, Zündung rein. Zündung an. Verschließen wir das Ganze einmal. Zu und auf. Ha, ja, das gemacht. Und jetzt macht er nicht zu, weil die Zündung an ist. Wenn wir jetzt aber den Schlüssel hier rausholen,
Schlüssel rausholen, Zündung aus. So. Jetzt macht er auf. Zu. Auf. Zu. So. Jetzt testen wir nochmal vorsichtshalber den hier. Dass auch beide funktionieren. So, einmal damit. Auf. Zu. Auf. So, und der andere. Zu. Auf. Ja, beide funktionieren jetzt. Ja, Leute, und so einfach ist es manchmal, die Fernbedienung, Batterie zu wechseln und anzulernen. Deswegen, ich dachte mal, ich mache mal so ein Video, damit man sich, wenn man nach einer Lösung sucht, muss man viele Foren durchsuchen, dass es da einfach mal ein Video gibt. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob es euch geholfen hat, bei welchen Autos wir noch Funkfernbedienung anlernen sollen und Batteriewechsel durchführen sollen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.